Okay. Und das war die Story von Leon. Wow. Gar nicht mal so schlecht gemacht. In der Story würde ich sagen, haben sie ein bisschen die Action rausgezogen, ein bisschen mehr Grusel eingefügt, vielleicht auch nur am Anfang, und dann ging es wieder actionreich weiter. Absolut genial. Und wenn euch das Video gefallen und das ganze Let's Play, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Falls ihr es noch nicht wisst und neu zu meinem Channel gefunden habt, ich habe schon Chris' Kampagne komplett durchgespielt und hochgeladen. Als nächstes wird noch Jay kommen und sogar noch Videos vom Multiplayer-Modus, also freut euch da schon mal drauf. Und natürlich werde ich noch viel, viel mehr Spiele zocken, wie zum Beispiel Assassin's Creed 3, Far Cry, Hitman Absolution, also Far Cry 3, Call of Duty Black Ops 2. Ich werde sogar das Care-Package haben und da werde ich den Helikopter steigen lassen und natürlich ein ganzes Unboxing davon machen. Also ihr seht, ihr seid hier rundum versorgt auf meinem Channel, also freut euch auf Content und abonniert, wenn es euch Spaß macht. Wow, wirklich sehr genial. Also mir hat die Kampagne von Leon Spaß gemacht, war wirklich extrem cool. Natürlich kann man jetzt sagen, wieder kein Horror und die haben ja gesagt, die wollen da irgendwie so ein bisschen die Angst wieder reinbringen, aber man merkt davon nicht wirklich was. Ich find's ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil das Spiel macht's eigentlich genauso, wie es sein sollte, finde ich, persönlich. Also Resident Evil 6 jetzt. Alles in allem ist es wirklich sehr actionreich und sehr gut gemacht und sehr gut verpackt, kann man auch sagen. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Und wir kriegen hier drei Kampagnen, die jeweils 6 bis 8 Stunden lang sind und das ist wirklich eine Menge Spielzeit auf eine DVD gepresst. Ich bin schon auf Jakes Kampagne gespannt, wie sich dann so alles zusammentun wird und wir mehr von der Story erfahren. Aber wie gesagt, Leons Kampagne war nicht so gruselig, war auch wieder sehr actionreich. Am Anfang hat man so gemerkt, wo man da durch das Haus geschlichen ist zum Beispiel, ah, da um die Ecke kann jemand rauskommen und es ist auch passiert so. Dieses Mädchen ist da um die Ecke gesprungen, der Vater hat ja nach ihr gesucht. Da hat man sich vielleicht sogar kurz erschreckt, aber diese Momente waren selten. Vielleicht war es doch gut, dass die selten waren, weil teilweise waren die wirklich sehr vorhersehbar. Ich habe es auch schon gesagt in meinem Playthrough zu Chris, es ist wirklich sehr schwer, also finde ich persönlich, heutzutage Menschen zu erschrecken. Ich finde, wir haben das meiste schon gesehen, wir kennen dieses Genre mittlerweile und auch durch die ganzen Filme und was man nicht alles kennt, ist es wirklich sehr schwer, Menschen heutzutage zu erschrecken. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das so seht. Wie gesagt, ich bin schon richtig gespannt auf Jakes Kampagne. Der hat ja diese Nahkampf-Moves drauf und so. Sollte auf jeden Fall cool werden. Aber gerade zum Ende hin, da wurde es bombastisch. Der Kampf gegen Simmons auf dem Zug, wo der hinter uns hergerannt kommt, der auf übelste Weise richtig zermetzelt wurde und dann nochmal wiederkommt, nochmal wiederkommt und dann zum Schluss als Fliege wiederkommt und wir den komplett auf diesen Monolithen quasi aufspießen. Schon nicht schlecht gemacht. Ich kann es immer wieder sagen, Capcom weiß einfach, wie man Spiele macht. Wenn die was rausbringen, dann kann man eigentlich davon überzeugt sein, dass es richtig geil ist. Trotzdem würde ich mir von Capcom irgendwie wünschen, dass die mal irgendwie die neue IP rausbringen. Nicht immer Resident Evil, Street Fighter und die üblichen Verdächtigen nur. Es ist ein bisschen schwer heutzutage eine neue IP zu integrieren, weil, wie ihr seht, gerade Call of Duty, die meisten Entwickler fahren einfach nur die Schiene, die sicher ist und die Geld einbringt. Das ist ein bisschen schade heutzutage, finde ich, aber das soll man machen. Aber wie gesagt, Resident Evil 6, kein Horror wirklich da, bisschen, ganz, ganz kleines bisschen vielleicht. Sehr actionreich natürlich, wie ihr gesehen habt. Wirklich sehr geil in Szene gesetzt. Und das ist einfach der Hammer. Das Gesamtpaket stimmt einfach bei Resident Evil 6. Und natürlich, wenn ich alle Kampagnen durch habe, den Multiplayer-Modus vielleicht sogar ein bisschen gezockt habe, werde ich natürlich eine Review zu Resident Evil 6 machen und euch nochmal im Detail sagen, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen oder lieber nicht oder vielleicht mal ausleihen oder so oder vielleicht doch mal irgendwie anzocken auf irgendeine Art, vielleicht die Demo oder so. Sollte auf jeden Fall lustig werden. Ja, wo ich das gerade hier lese, Facial Scan Crew. Wirklich, die Gesichter sind sehr beeindruckend. Die Grafik an sich
finde ich jetzt nicht so bombastisch. Da fand ich die Grafik von Resident Evil 5 ehrlich gesagt ein bisschen schärfer auch. In Resident Evil 6 wirkt die ein bisschen schwammiger. Kann aber damit zusammenhängen, dass wir sehr große und weite Ebenen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in Resident Evil 4 oder Resident Evil 5 so weite Ebenen hatten. Ich meine, gut, wir waren teilweise auch in ziemlich verwinkelten Räumen und vielleicht lag das noch am Detailgrad, ich weiß es nicht. Die Xbox und die PS3, die sind ja schon extrem in die Jahre gekommen. Aber bald beginnt natürlich die neue Konsolengeneration mit der Wii U. Die werde ich natürlich auch unboxen, wenn die Schrittwischle dann anschließen. Oh, ich freue mich da schon drauf, wird super. Simmons, der Verräter. Mein Gott, wie oft der wiedergekommen ist. Ich sage, und dann bin ich von überzeugt, der ist nur wiedergekommen, weil er sich nicht transformieren konnte. Der lag aufgespießt da, der wollte nochmal auseinandergehen, mal richtig gesehen, hey, ich mache nochmal den Kopf auf und mache euch das Leben schwer. Aber er konnte nicht. Deshalb ist er verreckt. Und natürlich nach Resident Evil 6 bzw. Borderlands 2 habe ich jetzt auch schon fast komplett hochgeladen. Ich werde natürlich zu Borderlands 2 auch noch eine Review machen. Geht's natürlich am Dienstag weiter, am 9. Oktober mit Dishonored. Das sollte auch richtig cool werden. Ziemlich langes Spiel. So circa 22 Stunden habe ich gelesen. Und ich spiele da quasi so ein Assassin in so einer postapokalyptischen Welt. Bin schon mal ziemlich gespannt, was man alles so machen kann. Und natürlich der erste, wie soll ich sagen, erste große Knüller dieses Jahres, würde ich schon fast sagen. Resident Evil ist auch natürlich ein Knüller, aber Assassin's Creed. Kommt jedes Jahr raus, deshalb sage ich Knüller, weil es jedes Jahr rauskommt. Gucken, wie das so wird. Ich bin schon echt gespannt. Ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert vom zweiten Teil. Aber der dritte sah wirklich gut aus. Im Schnee, mit Connor. Sollte cool werden. Und ich arschlange Credits. Ah, war schon okay. Sehr actionreich verpackt, wie gesagt. Der letzte Kampf war einfach der Hammer. Nett geschrieben. Man hat das Gefühl einfach, dass man einen riesigen, großen, bombastischen Kinofilm spielt. Das ist Resident Evil 6 einfach. Ehrlich gesagt macht es eigentlich relativ viel Spaß. Wobei ich mir auch persönlich wünschen würde, dass die wieder zurück zu den Wurzeln gehen sollen. Das soll es auch erstmal mit den Credits gewesen sein. Wow, die sind super lang. Ladevorgang. Jupp. Doch noch eine Zwischensequenz. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Dankeschön. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff? Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon. Wenn Sie sie wiedersehen. Frauen. Resident Evil 6. Das war wirklich das Ende von Resident Evil 6. Leon's Story natürlich. Immer Ärger mit den Frauen, unglaublich. Und habt ihr es gesehen? Deborah 1992 geboren? Gar nicht mal so übel.
liegt in meiner Altersklasse. Wahrscheinlich ist sie, also Helena, wahrscheinlich auch so alt. Kann man gar nicht glauben. Wunderbar, Rang A. Für Ben. Alles klar. Das war es erstmal soweit für Leons Story. Jetzt wird natürlich noch Jay kommen. Da freue ich mich schon wirklich extrem drauf. Der sollte, finde ich, unter allen dreien, finde ich persönlich, vielleicht sogar der actionreichste werden. Mit den ganzen Nahkampfangriffen, obwohl Chris ja schon wirklich bombastisch war. Und Leon fand ich ehrlich gesagt noch ein bisschen geiler, weil, wow, der Endkampf, Leute, da müsst ihr mir zustimmen, das war wirklich einer der geilsten diesen Jahres. Also da kann wirklich gar nichts mithalten. Das war wirklich schon mal extrem geil. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so kommen wird. Und wie gesagt, wenn euch das Video und das ganze Let's Play gefallen hat, bitte gebt diesem Video einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr, Leute. Danke für euren Support. Und danke, dass ihr wirklich immer wieder kommt und die Videos guckt. Das bedeutet mir echt so viel, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Wie gesagt, danke für euren Support, Leute. Das ist wirklich absolut genial. Danke, danke. Okay, wie gesagt, Jakes Kampagne als nächstes. Borderlands 2 wird natürlich hochgehen. Dienstag kommt Dishonored. Ihr seht, eine Menge noch zu tun. Und danach noch Assassin's Creed. Und dann sollte es erstmal soweit für den Oktober gewesen sein. Aber hier und da kann immer noch was kommen. Reviews, die Wochenvorschau wird natürlich noch kommen von mir. Und ja, das war es erstmal soweit für Leons Story. Jake als nächstes. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Bye.